In diesem Video zeige ich euch die Secure Lodge. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe die Secure Lodge ja schon vor ein paar Jahren euch gezeigt, aber wir übernachten jetzt an diesem Wochenende wieder hier. Und ich dachte, ich mache ein kurzes Update zu den Zimmern, wie es hier aussieht, wie die aktuelle Situation ist. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Zimmer. Jetzt gibt es eine schnelle Roomtour durch das Secure Lodge Zimmer. Ihr seht, wir sind schon angekommen. Es gibt zwei große Doppelbetten im Bambi-Design. Also die Secure Lodge hat dieses Wald-Bambi-Design-Thema. Hier seht ihr ein schönes Bild von Bambi und auch die Bordüren auf der Tapete haben das Bambi-Motiv. Dann gibt es hier einen Nachttisch mit einer schönen Bambi-Karte. Secure Lodge. Fernbedienung, Telefon, zwei Lampen, die wir mal einschalten können. Die Aussicht zeige ich euch morgen, denn es ist dunkel. Und wir haben tatsächlich einen Blick auf den See. Aber wie gesagt, zeige ich euch morgen. Dann einen kleinen Spiegel hier. Lampe, Eisaufbewahrung, kann man sich Eis holen, ein paar Trinkgläser, zwei Stühle. Hier haben wir Aufbewahrung, Schubladen, große Schubladen, Fernseher und dann gehen wir noch ins Bad. Hier ist noch ein großer Spiegel. Dann gehen wir hier einmal, hier ist das Waschbecken, es gibt auch einen Föhn, die Standard-Hotelföhns. Gucken. Also renoviert, denke ich mal, wurde hier nicht wirklich viel, als es geschlossen war. Ah, hier fallen die Taschentücher auch schon raus. Ist auch gut. Ja, Handtücher, Zahnputzbecher, Seife. Hier ist die Gepäckablage, die Koffer. Safe. Ein bisschen Ablage. Dann kommen wir ins kleine Bad. Hinter der Tür die Toilette. Und eine kleine Badewanne, wo man auch duschen kann. Mit Duschvorhang ist natürlich alles ein bisschen 90er, ein bisschen veraltet, aber ja, Handtücher und natürlich die Diesel in Paris Seife. Und hier auch nochmal in groß. Ja, das war die schnelle Roomtour hier in der Secure Lodge. Ja, wir haben jetzt eine Nacht hier übernachtet und Brina war gestern schon duschen und wir haben uns gewundert, was randaliert sie denn in der Dusche? Und dann, als ich heute Morgen duschen war, habe ich festgestellt, sie randaliert nicht. Nee, die Dusche, ihr seht hier diesen Aufdreh. Ich mache es jetzt nicht auf, sonst werde ich gleich nass, aber den kann man so in die Hand nehmen. Und dann kann man den wieder draufstecken. Also ist super, das fällt dann immer runter in die Dusche. Also für, was haben wir jetzt bezahlt? Um die 200 Euro die Nacht. Im Disney Hotel erwarte ich tatsächlich anderes als sowas. Das Hotel war über ein Jahr geschlossen wegen C. Da hätte man wenigstens so arbeiten, wenigstens fixen können. Also gar nicht zufrieden. Und zweites Manko. Wir haben nur eine Steckdose, die ist hier vorne. Ihr seht Brinas Verlängerungskabel. Zum Glück hat sie eins dabei. Ich bin stolz auf ein neues. Sie hat ein neues, damit wir irgendwas laden können, weil das ist tatsächlich die einzige Steckdose. Wir haben zwar noch eine an der Lampe, ich laufe jetzt mal hier schnell durchs Chaos durch. Hier ist zwar auch eine Steckdose, da haben wir gestern eigentlich erst alles drin gehabt, aber wenn man das Licht ausmacht hier oben, geht auch die Steckdose aus. Das heißt, man kann über Nacht nichts laden. Zweites Manko in diesem Hotelzimmer. Aber dafür haben wir eine wunderschöne Aussicht. Schaut mal, da ist der Tower of Terror, da ist der Ballon, der See. Also die Aussicht ist wirklich wunderschön, aber ob man das damit abwägen kann, mit den Mankos, die das Zimmer hat. Also einige Zimmer sind hier sehr renovierungsbedürftig. Ja, hier gibt es zwei Restaurants. Einmal das Hunter's Grill und hier zur Rechten gibt es noch das Beaver Creek. Hier gibt es auch morgens Frühstück, aber wir gehen ja heute zum Hunter's Grill. Das ist ein Buffet-Restaurant. Ich zeige euch jetzt das Buffet hier im Hunter's Grill. Wir fangen mit den Vorspeisen an. Alle möglichen Salate,
auch hier oben gut beschrieben. Sieht richtig lecker aus. Hier haben wir einmal Karamellsoße und Schokoladensoße mit Pancakes. Ein paar Süßigkeiten. Oh, die sind in Mickey-Shape. Das sind Pancakes. Hier ist nochmal kalten. Jetzt könnt ihr Daniel noch zuhören. Lachs, Garnelen, Oliven. Das sieht echt gut aus. Kommen wir zu den warmen Sachen. Ravioli mit Champignonsauce, Kartoffeln, Chicken, Ente. Da vorne haben wir Kalb, Kartoffelgratin. Reis, Spinat, Lachs, ein bisschen Gemüse. Und hier gibt es was für die Kinder noch, ein bisschen Tomatensauce, Bolognese-Soße, Nudeln. Und auch nochmal Lachs für die Kinder mit Pommes und Chicken Nuggets. Das ist hier Brinas Highlight. Es gibt Raclette. Na, hier haben wir erstmal eine Suppe, eine vegetarische Suppe. Und ja, hier seht ihr Raclette. Vorne haben wir noch, ich weiß nicht, was das ist, ich kann es gerade nicht lesen. Ist auf jeden Fall heiß begehrt. Das ist natürlich das Dessert. Sieht auch echt, oh, mein Magen ist viel zu klein heute. Sieht so gut aus. Ich hoffe, es schmeckt auch. Aber bisher sehr zufriedenstellend. Das Essen hier im Hunter's Grill war wirklich sehr lecker. Es war nicht alles. Was hast du jetzt bei der Kamera denn? Die leuchtet ja rot, das ist ja richtig. Da weißt du ja sogar, dass du aufnimmst. Ja. Und du fandest das Essen heute Abend hier richtig lecker? Ja, es war aber nicht immer warm. Ja, das stimmt. Also die Hauptgerichte. Aber die Vorspeisen waren richtig gut. Vorspeisen waren gut. Das Raclette, der Raclette-Käse war ein bisschen fad nach meinem Geschmack. Dessert war gut. Dessert? Ja. Und unsere Eistorte war auch in Ordnung. Ja, also kann man schon empfehlen. Kostenpunkt, ich glaube 35 Euro, ne? 38. 38 Euro. Und dann Jahreskartenrabatt. Gibt's auch noch da. Aber Getränke exklusive. Also Getränke muss man noch oben drauf bezahlen. Natürlich hat auch jedes Disney-Hotel einen Shop, da gehen wir gleich rein. Und hier haben wir erstmal einen Billardtisch. Und schaut mal, wer uns hier heute Abend begrüßt. Mickey! Also hier könnt ihr dann auch immer Disney-Charaktere treffen. Morgens und abends. Und ja, sieht ja nicht schön aus. Hi Mickey! Ja, dann schauen wir mal hier in den Shop rein, was es hier noch so zu finden gibt. Und die Secure Lodge hat einer der schönsten Bars, muss ich sagen. Es ist sehr urig, hier brennt ein Feuerchen. Es ist sehr viel Platz. Heute gehen wir tatsächlich nicht mehr in die Bar. Aber hier kann man echt schön gemütlich sitzen. Oh, guck mal, Valentine's Day. Champagner.
Hier gibt es so eine kleine Spielecke für die ganz Kleinen. Dann gibt es hier so ein aktiver Spieletisch. So ein Tablet in groß, würde ich jetzt sagen. Hier ist auch noch so eine kleine Spielecke. Ja, da ist das Tablet in groß. Da geht es zum Südflügel, da wo wir wohnen. Und da hinten geht es zum Nordflügel am Shop vorbei. Und hier ist die Lobby. Toiletten. Hier ist der Concierge-Service und da ist diese Redwood Bar and Lounge. Ja, und hier ist die Rezeption. Ist gerade wenig los. Hier könnt ihr einchecken, auschecken, fragen. Wenn irgendwas ist, könnt ihr immer hierher kommen. Ja. Also die Sequoia Lodge ist wirklich ein schönes Hotel, aber könnte auch ein Makeover vertragen in gewissen Bereichen. Aber ich mag auch die Lage vom Sequoia Lodge. Es ist relativ nah zu den Parks, zu Springs, wollte ich schon sagen, zu Disney Village. Ja, wir gehen jetzt ins Bett. Also hier direkt vorm Haupteingang fährt der Bus zu den Disney Parks. Der hier grast noch das Hotel New York ab. Einfach hier warten. Ich weiß nicht, in welchen Abständen die Busse kommen. Und die bringen euch dann ins Disney Village. Die Sequoia Lodge ist ja tatsächlich in ein Hauptgebäude geteilt, was hier vor uns liegt. Und ganz viele, also wie viele weiß ich nicht, ganz viele, aber einige Nebengebäude. Und das kann man tatsächlich auch bei der Buchung angeben, was man möchte. Ob man jetzt im Hauptgebäude übernachten möchte oder im Nebengebäude. Das Hauptgebäude ist natürlich teurer als die Nebengebäude. Aber ja, sind halt ein bisschen weg vom Schuss. Wenn ihr frühstücken wollt oder was zu Abend essen wollt, sind natürlich, müsst ihr ein bisschen weiterlaufen. Ist natürlich praktischer, dann im Hauptgebäude zu übernachten. Es gibt auch einen Pool, den kann ich aber zurzeit, den hatten wir jetzt keine Zeit zu besuchen. Zum Beispiel haben wir jetzt das Yellowstone-Gebäude. Ich laufe mal ein bisschen rum. Ist natürlich sehr urig angelegt alles. In diesem Wald. Ja, hier wird es jetzt zum Nebengebäude gehen. Und die sind halt hier großflächig verteilt. Also wenn ihr hier die Sequoia Lodge bucht, müsst ihr beachten, wenn es euch das wichtig ist, ob ihr Hauptgebäude oder Nebengebäude bucht. Wir hatten Hauptgebäude mit Blick auf den See. Und was auch viele interessiert immer, was wir eigentlich so bezahlen mit der Jahreskarte. Das ist natürlich immer unterschiedlich. Es kommt darauf an, ob ihr am Wochenende fahrt, unter der Woche, ist gerade High Season, steht irgendwie eine Party an oder sonstiges. Also die Preise variieren und man kann das halt nicht so pauschalisieren. Wir haben jetzt für 2 Nächte 400 Euro bezahlt. Also 200 Euro pro Nacht. Und das durch 3 geteilt. Wir waren hier 3 Mädels auf dem Zimmer. Könnt ihr euch ja dann ausrechnen, was die Nacht für uns pro Person gekostet hat. Wäre noch eine 4. Person dabei gewesen, hätten wir das nochmal durch noch eine Person teilen können. Wäre dann nochmal ein bisschen günstiger geworden. Aber generell sind die Disney Hotels halt echt nicht günstig. Das war mein Video hier zur Disney Sequoia Lodge. Ich muss sagen, also unser Zimmer war wirklich sehr renovierungsbedürftig. Die Dusche ist halb auseinandergefallen. Die Taschentücherhalterung war nicht da, wo sie sein sollte. Viel zu wenig Steckdosen. Also demnächst, wir sind ja nochmal im März hier, da brauchen wir eine Kabeltrommel, damit alle Geräte aufgeladen werden können. Also das ist tatsächlich ein großes Manko. Ansonsten, ja, Preis-Leistung ist viel, viel zu teuer. Aber man kann vielleicht das ein oder andere Angebot finden. Wir hatten einen tollen Ausblick und die Nähe zu Disney Village und zu Disney Parks ist natürlich ein großer Vorteil.
Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, das kleine Update-Video zur Sequoia Lodge. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!